Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fauna Marine TV. Ich bin der Robert und heute sind wir bei uns zu Hause, also mal nicht im Studio. Ja, heute soll es um Bücher gehen. Und zwar Bücher aus dem Grund, weil wir denken, dass sich viel zu viele Neulinge nur noch auf Facebook und die dortigen Kommentare verlassen. Und das finden wir ein bisschen schade. Also es gibt natürlich auch wirklich Leute, die haben Ahnung, aber es gibt auch eine Unzahl mehr derer, die eben keine Ahnung haben und es durchaus eben auch falsche Tipps gegeben werden. Weshalb wir gesagt haben, naja, man sollte schon zumindest ein oder zwei Bücher zu Hause haben, also alleine schon für die Einfahrtzeit, wo man genug Zeit hat zum Lesen, während das Becken sich entwickelt. Und deswegen wollten wir euch heute mal ein paar Bücher empfehlen. Wir haben uns Gedanken gemacht, welche Bücher denn nun wirklich gut sind und welche wir auch empfehlen würden, die auch natürlich praktikabel sind. Unser erstes, das wir gleich vorstellen werden, das ist Riff Aquaristik für Einsteiger von Daniel Knob. Das zweite Buch, das ist leider nicht ganz einfach, aber das ist die Meerwasserchemie nie. Das ist das Buch von Armin Glater, Ratgeber Meerwasserchemie. Und das dritte, das wollen wir zwar nicht groß vorstellen, aber das ist letzten Endes für die, die mit kleinen Becken anfangen, die dort nur Tiere und eben auch alles finden, was für kleine Becken gedacht sind. Und zwar ist das Buch Nanoriff Aquarien, auch von Daniel Knob. Ja, und das stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Wir bewundern die lebendigen und farbenfrohen Riffaquarien und befürchten, dass sie kompliziert und teuer sind. Zu Unrecht, wie der bekannte Fachmann Daniel Knob hier beweist. Er zeigt dem Einsteiger den Weg, mit geringem technischen Aufwand und wenig Vorkenntnissen ein faszinierendes und preiswertes Riffaquarium einzurichten. Pflegeleichte und anspruchsvolle Korallen und Fische, die für den Einsteiger besonders geeignet sind, werden vorgeschlagen. Zum Kauf von technischem Zubehör gibt es kompetente Ratschläge. Die Einrichtung des Aquariums wird Schritt für Schritt beschrieben. Für die bereits 8. Auflage dieses Standardwerks wurde das ganze Buch inhaltlich vollständig neu bearbeitet. Merkt man auch daran, dass wir jetzt mindestens 100 Seiten mehr haben als zur vorherigen Ausgabe. Also das ist wirklich erstens dicker geworden und zweitens ist das Buch wirklich up to date mit Stand 2016. Kommen wir nun zu unserem zweiten Buch. Das ist der Ratgeber Meerwasserchemie, Theorie und Praxis für Aquarianer. Er ist von Armin Glaser, der sicherlich den meisten, die auch im Internet unterwegs sind, mit Sicherheit bekannt ist. Jeder Korallenriff-Aquarianer sollte Bescheid wissen über das Medium, in dem seine Tiere leben. Der Autor ist langjähriger Meerwasseraquarianer und erklärt allgemein verständlich die chemischen Zusammenhänge im Salzwasseraquarium. Dabei entlarvt er so manches Aquarianer-Latein. In diesem Ratgeber erfährt der Leser alles Wissenswerte über pH-Wert, Härte, Ammoniak, Nitrat, Phosphat und vieles mehr. Weiterhin gibt es im Buch Ratschläge über die korrekte Verwendung von Zeolit, die Funktion stickstoffabbauender Filter, die Vermeidung von Messfehlern, Fehlerkorrekturen bei Wassertests, den sinnvollen Einsatz von Abschäumern, Sinn und Zweck von Spurenelementen und die richtige Wasseraufbereitung. Das letzte Buch, über das wir kurz sprechen, ist das Buch von Daniel Knob, Nanoriff Aquarien. Hier geht es ganz im Speziellen darum, wie diese kleinen Behältnisse funktionieren. Also da wird ganz wenig über Technik eingegangen, sondern wirklich geguckt, wie so ein 10 oder 20 Liter Behältnis auch ohne Abschäumer zurechtkommt, zum Beispiel mit Luftheber und anderen Dingen. Ebenfalls empfehlenswert für die, die sich ein ganz kleines Becken aufstellen möchten. Ja, wir hoffen, wir haben euch Tipps geben können. Wir wünschen wie immer Happy Reefing. Bis bald, euer Robert.